Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Baphomet's Flug 5, der Sündenfall. Wir sind auf der Suche nach dem dicken Lane. Wahrscheinlich wird er hier wieder sein. Oder in Henri's Wohnung vielleicht. Fragen wir ihn mal, vielleicht hat er ihn gesehen. Hi. Labertasche. Monsieur? Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur, der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henri's Witwe trösten gehen. Dann wissen wir, wohin müssen. Ich hoffe, Sie waren nicht zu Hause. Alles klar, du Kumpel. Lane tröstete also die Witwe. Der Mann hatte wirklich ein gütiges Herz. Gab es dahinter einen Plan oder nur seine fragwürdigen Moralvorstellungen? Hallo? Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht. Kommen Sie später wieder. Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Pech für Sie, denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf, aber machen Sie es kurz. Alles klar. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Auf geht's, Henri's Wohnung. Gute Güte, George, Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Mein Gott, was sind das hier für Bilder? Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Meine Güte. Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Oh, ein Gigolo. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Na gut, Lane. Verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Doch. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut. Ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stobbart. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Boah, ist der dick. Meine Güte. Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Ja. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobbart. Nennen Sie mich Bijou. Bijou. Hallo, junger Mann. Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens.
Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe und mein Schmusekater. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche, es immer noch zu verarbeiten, Sherry. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Mhm. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich. Vielleicht der Priester. Mögen Sie diesen Duft? Himmlisch, nicht wahr? Henri liebte den Duft. Kennen Sie diese Firma, Vera Security? Nein, von der habe ich noch nie gehört. Hey, das hier wird Sie etwas aufmuntern. Sagen Sie Trevor guten Tag. Eine Kakerlake. Ich bevorzuge die Bezeichnung Begleiterin. Und ich die Bezeichnung Ungeziefer. Bitte zeigen Sie mir sowas nie ja, wieder. Ja, ist ja gut. Keks. Teegebäck? Wieso ist der Keks kaputt? Mit dem Rest habe ich eine Kakerlake gefüttert. Eieiei. Ich glaube, ich möchte lieber keinen. Das ist wunderschön, mein Lieber. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Kommen Sie jederzeit wieder. Bijou schien nichts zu wissen. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angerufen. Die werde ich nochmal aufsuchen. Ein kleiner Das arme Tier. War das da eine Träne in seinem Glasauge? Henri war jetzt in... Im Vergleich gefiel mir die Weste besser. Henri... Der Künstler stand am Big... Der... Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh... Der Blick bis Amerika ist mein Land. Ein zartes Muttermal war der einzige Makel auf der perfekten Haut des Modells. Das Modell wirkte Das Modell blickte lässig in die Welt. Gucken wir da nochmal hin. Chérie, wie... Lassen Sie... Bijou... Können wir noch was sagen? Ansonsten gehen wir im Annette aufsuchen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen... Darf... Lieber nicht. Schade. Oh. Henri sieht sehr friedlich aus. Ja, nicht wahr? Ich könnte ihn doch für immer hier behalten. Ich bin sicher, man wird seinen Mörder fassen. Was für eine grausame Welt, mir meinen Henri wegzunehmen. Können Sie mir sonst noch etwas über die Galerie erzählen? Nein, ich war selten da. Wie gesagt, Henri hat sich um alles gekümmert. Wie heißt dieses Lied?
Das ist Jasmin von den Erie Lobsters. War etwas vor ihrer Zeit. Henri war der Sänger dieser Band, damals in den 70ern. Sie kamen auf Platz 2 der schwedischen Charts. Die gute alte Zeit, was? Sind Sie das da auf dem Gemälde? Ja, Cherie. Obwohl er meine Hüfte natürlich nicht richtig hinbekommen hat. Wer hat das gemalt? Irgendein Bekannter von Henri. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Was hat es mit dem ausgestopften Hund auf sich? Meine Fifi? Mir brach das Herz, als sie diese Welt verließ. Ich habe sie ausstopfen lassen, damit wir für immer vereint sein können. Das ist ja rührend. Ja, nicht? Sieht man nicht mehr oft heutzutage, dass jemand einen Toten zu Hause aufbahrt? Henri liebte Totenwachen mit Leichenschmaus. Besser als jede Party, meinte er. Ich dachte immer, Totenwachen wären ziemlich tot. Und? Und? Okay. Danke für Ihre... War mir... Ruf mal Nico mal an. Tja, sieht aus, als sei die Dame, die bei Vera arbeitet, befreundet mit Lane. Wo die Liebe halt hinfällt. Sonst noch was? Ich habe Lane drüben in Henris Wohnung gefunden. Der Typ ist so schmierig. Wir müssen rausfinden, ob er was mit Vera Security zu tun hat. Yep, bin schon dabei. Ich denke, in ihrem Hinterzimmer finde ich ein paar Antworten. Wenn ich da reinkomme. Ich hatte nichts Neues für Nico. Vera Secure. Okay, gehen wir mal. Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten. Jawohl. Kurze Zeit später. Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen und dazu musste ich da rein. Man hatte die leere Kiste über Nacht draußen Die Buchstaben neu... Wenn ich das mal... Was Samsgat... Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Gut. Ich musste einen... Das war die Torsteuerung. Kein Anzeichen von einem Knopf oder einem Schlüsselloch. Das musste sich per Fernsteuerung öffnen lassen. Ein Kabel führte oben in den Stromkasten. Wenn ich das Rolltor kurz schließen wollte, musste ich die Stromquelle finden. Da war ein Stromkasten. Aber vom Boden aus kam ich nicht ran. Aha. Der Träger war zu hoch, da kam ich nicht dran. Schieb. Ah, jetzt. Hoch.
Das sah mir weiter hinten aus. George in Topform, jawohl. Wir kommen rein bei Vera. Das wäre nutzen. Ich öffnete den Deckel. Da drin war eine Klimaanlage und Bingo, die Steuerung für das Rolltor. Das war der Motor. Das war die Steuerung. Das war der. Von da, wo ich rumhing, kam. Es war leicht. Und Gas. Ich hatte nicht den Hauch einer. Oh. Geht's jetzt? Das war die. Ich musste noch mal. Okay, machen wir das noch mal. Machen wir mal hier mit. Das war beinahe eine grandiose Idee. Das würde. Das würde niemals. Das Kabel verband die Strom. Das war knapp gewesen. Auf dem Kabel war Strom. So, jetzt aber. Jawohl! Und bevor wir da jetzt reingehen, speichern wir ab und beenden diesen Part. Sehen uns dann zum nächsten wieder. Danke fürs Zusehen. Auf bald.